Carmen Robert Geis. Babydrama. Es ist so furchtbar. Bittere Beichte von Carmen und Robert Geis. Bei der Geburt wäre ihre älteste Tochter Davina fast gestorben. Carmen und Robert Geis begeistern seit Jahren die TV-Zuschauer. Jetzt sind sie auch ins Podcast-Business eingestiegen. Für das Format 1 plus ein Freundschaft auf Zeit trafen sie auf Hazel Brugger und ihren Ehemann Thomas Spitzer und machten ein emotionales Geständnis. Carmen und Robert Geis bangten um ihre Tochter. Das Paar wünschte sich lange Zeit ein Kind. Doch der Weg dahin war steinig. Carmen hatte 9 Fehlgeburten. Außerdem erlitt sie eine Scheinschwangerschaft. Das ist auch bekloppt. Da war ich 17, erzählt sie offen. Aus Angst vor erneuten Schicksalsschlägen dachte sie sogar an Abtreibung. Ich hatte damals wahnsinnige Angst. Auch davor, dass es nochmal schief gehen könnte. Als sie tatsächlich mit Davina schwanger war und sich für ihr Baby entschied, folgte das nächste Drama. Sie musste per Kaiserschnitt auf die Welt geholt werden, doch der lief nicht wie geplant. Der Arzt war extrem am Kämpfen, über Minuten. Man hörte nichts. Er musste nochmal schneiden, sonst wäre das Kind fast gestorben, so Carmen weiter. Am Ende kam die Kleine zum Glück gesund auf die Welt. Mittlerweile sind ihre Töchter Davina und Shanae Teenies. Trotzdem ist das Verhältnis zu den Kindern immer noch gut. Wir sind sehr eng aneinander gebunden, schwärmt Carmen. Die 4 werden bald sogar wieder unter einem Dach leben. Die Kinder haben das jetzt ausprobiert. Die Kinder zwingen uns, dass wir wieder einziehen, damit wieder Ordnung herrscht. Einer muss aufräumen, einer muss die Disziplin ausüben, verrät Papa Robert. Wie schön, dass nach all den Schicksalsschlägen sich doch alles zum Guten gewendet hat.